So, die Sensorplatten wurden noch nicht gebaut, okay. Die Windfalle ist jetzt aber da. Die hatten wir jedoch vorher schon verbunden. Das geht ja praktischerweise schon, bevor die Dinger aufgestellt werden. Also könnten wir das hier auch schon machen. Nee, das finde ich sehr irritierend. Also, wir haben jetzt diese Druckplatte mit der Falle verbunden. Wir haben diese Druckplatte. Also ich, wenn ich auf irgendwas zeige, dann meine ich den Kreis und nicht das, worauf der Cursor wirklich zeigt. Denn der Kreis ist ja halb auf der einen, halb auf der anderen. Aber ja, also diesen Kreis hier haben wir mit dem Kreis der Falle verbunden und mit der anderen Falle. Die andere Druckplatte allerdings können wir nur mit dem hier verbinden, nicht mit dem da. Das ist, ja, wie gesagt, nicht so toll. Ich mache mal das rückgängig. Aber wir können die mit dem und die mit... Wir können die miteinander verbinden. Macht das überhaupt Sinn? Ja, wir wissen gar nicht, wie die funktionieren. Ich lasse das erstmal. Das heißt, wenn da jemand drauf tritt, kommt da die Falle hoch. Und wenn da jemand drauf tritt, da die Falle hoch. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwie schräg wirken. Es soll ja eine Puppe rauspurzeln. Und ich denke mal, die lenkt auch ab, wenn sie ein wenig schräg von einem steht. Und nicht, wenn sie direkt vor einem nur ist. Aber ja, wird getestet. Oh, was kommt denn da? Ein Einbrecher. Der will unser Gold ran. Und sehr gut. Windfalle kommt, wird gepustet. Und ja, es funktioniert. Sehr schön. Und da stand sogar ruchlos 1. Haben wir jetzt... Wir haben keinen Bekanntheitsgrad bekommen. Aber es war wohl irgendeine Art von Kombination. Sehr schön. Sowas macht doch Spaß. Todesfallen entwickeln. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit der Falle hier hinten anfangen soll, aber wir könnten ja was Ähnliches hier aufbauen. Also wir verschieben die Platte einfach mal, bewegen. Dahin. Die Druckplatte dahin, die Druckplatte dahin. Und dann bauen wir hier wieder zwei Windgeneratoren, ähnlich wie da. Und wenn man dann auf die Druckplatten tritt, wird die Windfalle aktiviert und die Windfalle aktiviert dann die Falle hier hinten. So, dafür brauchen wir Geld, haben wir momentan, sehr gut. Also hätten wir gerne da eine Falle und da eine Falle. Mwahaha, unser Todeskorridor wächst. Sehr schön. Auch wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, warum jetzt alle Agenten hier langlaufen. Ich glaube, weil unsere Handlanger auch hier langlaufen. Und das tun sie nur, weil es eine kürzere Verbindung zu dem Gelddepot ist. Warum auch immer jetzt die hier langlaufen. Vielleicht wegen dem... Aber ja, wir bauen hier auf jeden Fall unsere Bank hin, mit der Tür nach oben, damit noch mehr unserer Bediensteten diesen Gang hier wählen. Denn verlieren wir zwar zwischendurch auch mal ein, zwei Bedienstete, aber wir haben inzwischen 54. Ja, ein paar können noch. Nicht mehr sehr viele, aber ein paar. So. Weltkarte. Ihr seid wieder am Stehlen, ihr seid wieder am Stehlen, ihr seid auch am Stehlen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Wut geachtet. Oh, die Wut hier ist richtig hoch. Du versteckst dich mal. Und hier ist sie auch schon ziemlich hoch, also versteckst du dich bitte auch. Das Einzige, wo wir jetzt noch nicht waren, ist Rot. Rot hat auch nur 3 Gebiete. Einmal 4-4 und 2, die unbekannt sind. Das ist ja komisch. Dann schicken wir doch da mal 6 Leute hin und 2 davon, um das Ganze zu beruhigen. Obwohl, nee, nur 1 davon. Und wir schicken dafür noch hier einen hin und da einen hin, um das Ganze ein wenig zu entspannen. Ich hoffe einfach mal, dass sie den automatisch auch sich verstecken. Aber das müssten sie ja, weil die Befehle hier für alle da drin gelten. Sehr schön. Haben wir jetzt nur noch ein Einkommen von 1600, aber das müsste ja auch erstmal reichen. Was sagt die Minimap? Die Minimap sagt, wir sehen hier feindliche Agenten. Und zwar Ermittler und ein Einbrecher. Okay, damit kommen wir klar. Und die sind auch weit genug weg. Da wir auf der Karte noch nicht alles sehen können, bin ich versucht, hier noch mehr davon zu bauen. Am besten aber so, dass es auch noch in seinem Wirkungsbereich ist, was recht kompliziert sein dürfte. Können wir hier einfach so eine hinbauen? Nee, ich glaube nicht.
Aber wir könnten die einen nach hinten rücken und dann da einen ranklatschen. Okay. Bedienungstafel. Drehen. Nö, hier klappt es halt nicht. Aber ich setze die trotzdem mal hin. Ja, ist unzugänglich. Ist schon okay. So, und du bewegst dich bitte einen nach hinten. Was nicht geht, weil das Ding aus der Vergangenheit dem Ding in der Zukunft im Weg steht. Genauso wie hier. Das heißt, wir versetzen sie erstmal ganz nach hinten. Und sobald sie weg sind, setzen wir sie neu hin. Und zwar da. Ist zwar recht uneffektiv, was jetzt die Raumausnutzung angeht, aber wir haben den Raum halt so groß schon mal gekauft. Und ich will ihn jetzt nicht komplett abreißen müssen. So, stopp, Pause. Beweg dich bitte dahin. Und du beweg dich bitte dahin. So, jetzt müssten wir noch eine von diesen Tafeln in seinem Radius haben. Idealerweise könnten wir jetzt noch da und da eine von diesen Speicherkonsolen hinstellen. Aber das müssen wir gucken. Die da wird gerade nicht benutzt. Also wir könnten da eine hinstellen. Ja, hätten aber keinen Ausgang mehr. Und ich glaube, die brauchen einen Ausgang. Also nee, das Ding bleibt erstmal da stehen. Noch nicht optimal, aber schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So, was haben wir noch? Die Kühlkammer ist nicht allzu voll, da nicht mehr so viele Leute hier reinkommen. Und schon gar keine Zivilisten. Das ist schon mal sehr gut. Und die Sachen hier sind fertig. Okay. Das muss aufgehoben werden. Der wird verbunden mit dem, der wird verbunden mit dem. Und jeweils die werden verbunden mit der Gasfalle. Also egal, welche Platte man rauftritt, die Gasfalle wird auf jeden Fall ausgelöst. Aber erst nachdem die Ventilatormaschinen angeschaltet wurden. Sehr gut. Ich hätte jetzt trotzdem noch ganz gerne was für diesen Korridor hier. Nur so für den Fall. Und da wurde mir vorgeschlagen, ich könnte einfach Windfallen nehmen, auf einer Seite des Korridors und auf der anderen Seite Druckplatten hinsetzen. Und das dann immer so ein bisschen schräg versetzen. Das macht nämlich auch Schaden, wenn die direkt gegen eine Wand geschmissen werden. Wie viel Schaden das ist, keine Ahnung. Aber wir haben hier in dem Korridor eigentlich sonst nicht wirklich viel zu tun. Wäre also eine Möglichkeit. Ich baue jetzt aber erstmal die Geldkammer hier hin. Warum gibt er mir so komische Optionen? Also ja, ich habe das Addon installiert, aber... Oh, eine Krankenstation sollten wir auch noch bauen. Und die müsste ja eigentlich auch unverfänglich sein. Also bauen wir mal hier hin. Ich weiß nicht, wie groß das... Ah, da ist dieser doofe Knubbel. So, ist das hoffentlich groß genug. Und ein Zugang. Ich will hier, dass hauptsächlich hier Leute durchgehen. Können wir hier einen Zugang machen? Scheint zu... Oh oh. Was haben wir denn gebaut, was Strom kostet? Achso, das Ding da unten. Okay, keine Panik. Abbrechen. Das Ding da auf Ausstellen. Schon haben wir wieder Strom, sehr gut. Und zuallererst brauchen wir jetzt einen neuen Generator. Und dann können wir mit der Krankenstation gucken. So. Weiterlaufen lassen. Was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, ouch. Die sind alle tot. Okay. Und er wurde nachträglich auch noch umgebracht. Und ihr versteckt euch vor dem Agenten. Hier sind 8 und die Wut ist ziemlich hoch. Seid immer noch am Verstecken. Das heißt, Verstecken senkt nicht wirklich die Wut. Das ist doch schon mal ziemlich ärgerlich. Und hier unten haben wir noch keine hingeschickt. Also wir schicken jetzt einfach mal blind hier 7 Leute hin. 7 Leute hin. Techniker brauchen wir nicht. Und ja, wir sollten langsam echt die Mission mal angehen. Wir brauchen unbedingt die Wächter. Zu viele Verschwörter in den Brei? Nee. Da ist ein Zimmermädchen. Da ist der Techniker.
Da ist eine normale Mission. Hier unten ist ein Sicherheitsmann. Die Wache fangen. Jo. Okay. Wo haben wir viel Wut? Hier haben wir nicht viel Wut, aber wir haben einen Agenten. Hier haben wir sehr viel Wut. Die ziehen wir jetzt alle mal ab. So, und schicken die alle hier hin. So. Zack, 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 zack. Ich hoffe mal, das klappt soweit. Die müssten jetzt eigentlich gleich rübergeschifft werden. Genau. Also wir haben jetzt 8 Agenten, also 8 Arbeiter und einen Kammerdiener hier. Und wir brauchen dafür mindestens 4. Los. Ich hoffe mal, das klappt soweit. Währenddessen wird hier der Generator gebaut. Und es purzelt halt nicht besonders viel Geld rein. Warum war gerade die Weltkarte mit diesen 3 Punkten? Sah komisch aus. Hm. Hier ist alles okay. Da ist alles okay. Und da oben war doch kein Agent. Ich habe nur verguckt. Ich dachte, er hier wäre ein Agent, aber das ist ja unser Kammerdiener. Also ja, soweit alles okay. Und ihr seid hier unten am Werkeln. Und das Ding ist schon wieder abgelaufen. Wir haben trotzdem die Mission noch nicht abgeschlossen. Müssen wir da einmal aus der Karte raus? Genau das hier meine ich, diese 3 Punkte. Heißt das, irgendeine Mission ist gerade am Laufen, oder? Also ist sehr irritierend. Na gut. Wir bleiben erstmal auf der Insel und gucken weiter. Wer baut jetzt endlich den Generator auf? Anscheinend keiner. Niemand ist am Kistenschleppen. Lautsprecher sind inzwischen da. Ja, und wir haben hier tierisch viele, die schlafen wollen und nicht schlafen können. 57 Leute. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Kaserne. Die muss hier hin. Kaserne. So. So. Jetzt ist nur die große Frage, wohin? Also, wenn wir jetzt hier eine Tür machen würden, könnte jeder und würde wahrscheinlich auch jeder, der reinkommt, gleich da reingucken. Dann findet er aber nichts und müsste eigentlich bei uns weiterlaufen. Also es spricht eigentlich nichts dagegen. Richtig? Ich will jetzt nicht schon wieder was bauen, was wir später wieder abreißen müssen. Und das kostet viel zu viel, merke ich gerade. Können wir uns noch gar nicht leisten. Ja, weiterlaufen lassen. Oh. Stimmt, die Dinge haben wir noch gar nicht ausgetestet. So, die werden jetzt alle rausgepustet. Auch unsere Leute. Und komm schon, tritt mal einer darauf. Ja, die Dinger erschrecken anscheinend wirklich alle. Die zücken sogar ihre Waffen und ballern drauf. Okay. Und dadurch geht deren Klugheit runter. Sehr schön. Was zur Hölle machen die alle hier draußen? Oh, sehr schön. Ja, Überfälle. Sehr schön. Also unsere Mission hat wohl geklappt. Gelungen. Und wir haben 4 verloren. Das ist vertretbar. Das heißt, ihr seid am Stehlen, ihr seid am Stehlen. 3800 ist okay. Wir wollten aber eigentlich immer genug Leute draußen haben, dass nur noch 20 in der Basis sind. Also schicken wir mal in unsere Pampas-Region 10 Leute. Mit einem Kammerdiener. So. Das heißt, wir bekommen gleich unsere Wache, die wir hier verhören können. Und hoffentlich klappt es diesmal auch, dass wir einen richtigen Wachmann da rausbekommen. Ich glaube, letztes Mal konnte er fliehen, weil ich zum falschen Zeitpunkt Alarm gedrückt habe. Aber ja, das gucken wir dann. Also diese Fallen scheinen schon mal zu funktionieren. Und sie ziehen bei jedem, der davon erwischt wird, Klugheit ab. Was ja nur von Vorteil sein kann. Abgesehen, unsere Leute werden getroffen, wie der da
benötigt Hilfe. Ja, das tust du wirklich. Und wieso seid ihr eigentlich hier reingekommen? Fragen über Fragen. Wie kriegen die jetzt ihre Klugheit wieder? Wahrscheinlich einfach nur, wenn die entspannen, hm? Entspannen in einem Raum mit einer Tischtennisplatte und einem Getränkeautomaten. Das ist eh nicht so toll. Oh. Und wo laufen die? Ah, mit voller Klugheit hin. Ich warte doch bestimmt, bis jemand die Tür da jetzt aufmacht. Oder? Einer von uns weiß auch nicht, was er machen soll. Kommt schon, irgendjemand muss hier durch den Korridor laufen. Falsche Richtung. Ah, er will raus. Sehr gut. Also wird ausgelöst und wusch. Reingepustet. Ruchlos. Sehr schön. Und nächster bitte. Oh, er hat überlebt. Ausgelöst. Und unsere werden durchgepustet. Das ist ja sehr gut. Oh. Die können auch durchgepustet werden. Das ist nicht so gut. Also ja, ab und an verlieren wir auch Leute. Oh, und er hat wirklich Schaden bekommen. Tür war zu, er wurde gegengedonnert, aber es brachte nur 7 Schadenspunkte. Das ist nicht wirklich viel. Und der wurde da rausgeschmissen. Und... Ja, also sie funktionieren größtenteils, aber nicht immer unbedingt so, wie man es erwarten würde. Und jetzt... Na? Ja, wird durchgepustet. Wir sollten vielleicht hier auch noch Gasfallen hinbauen, die alle mit den Windfallen hier hinten verbunden sind. Damit die alle gleichzeitig runtergehen. Aber das machen wir ein andermal. Jetzt wird erstmal wieder abgespeichert. Zack. Speichern. Nachfolge 18. Und wir sehen uns gleich wieder.